Hi Leute und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Lara ist dabei, wieder richtig Action zu machen und einfach jeden über den Haufen zu ballern, der über den Weg kommt. Oh nein. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist Deacon Team, Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Okay. Action. Okay, da schickt keiner mehr auf. Ach du Schande. Was? Wie, er hat den Piloten? Was ist mit ihm? Er geht voll ab. Oh, Moment. Wie gesagt, wir haben hier noch was zu looten und zu finden. So, das ist der richtige Weg. Oh. Okay. Dann muss ich hier nochmal die looten. Dann rein. Hier die. Oh. Was ist das? Was ist noch mehr? So, habe ich jetzt alles. Ja, den oben kriege ich nicht mehr, aber ist nicht so wichtig. So, gut, dann. Gib mir die Schatulle! Nein! Jonah! Jonah! Oh. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Ja, die Scheiße bitte. Mal direkt uns von uns abgeholt. Oh Gott. Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Mich wundert, dass die jetzt nicht noch ein paar Raketen hinterhergeschossen haben. Wäre ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Mögen die Jagd beginnen. Das ist blöd. Komm schon, Lara, beeil dich. Durch das Haus. Oh. Oh, shit. Das war nicht richtig geladen. Oh, shit. Was? Wo sind sie denn jetzt hin? Ich wollte nach rechts und sie ist plötzlich nach links gelaufen. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Aber wahrscheinlich sollen wir links lang.
Weil da ist ja auch noch. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt hier rechts an. Jetzt will ich aber hier in die Laterne. Nein! Ich habe Leertaste gedrückt. Scheinbar zu spät. Ach, oh, komm schon. Was? Jetzt verlinke ich nach links und sie geht. Komm, einfach nur geradeaus. Vielleicht steuert sie selber links, rechts so ein bisschen, dass ich da gar nichts machen muss. Ich brauche eine Leertaste und nach vorne drücken oder so. Nette Schlammlawine. Und Erdrutsch, ey. Wow, ganze Dorf da weg. Ah, jetzt sind die beiden wieder nur zu zweit unterwegs. Wie weit ist es noch? Bis bei Titi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Okay, wir sind wieder zurück in Petiti. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Okay, statt der Schlange. Mit Ezlil reden. Aber das möchte ich noch gar nicht. Erstmal hier. Unfassbar, wie erwachsen Ezlil in der kurzen... Was? Hör doch zu reden? Das hast du noch nie gemacht. Was nehme ich hier? Ausdauer... Ah, oder eben das hier einfach. Nach der Runterhang im Kampf widerstehende kurzzeitig gegen Schaden durchfallen. Ja, komm, nehmen wir das jetzt. Nehmen wir das hier noch, ist egal. Den hier noch, und dann haben wir doch das meiste soweit durch. Das ist nice. So, Inventar. Wir können, glaube ich, auch nichts mehr. Ne. Möchte ich die Waffen behalten, die ich gerade habe. Wir haben D.
den hier, die Pistole. Na toll. Krieg ich auch mal Zahlen zu Gericht? Munitionskapazität, was soll mir das sagen? Wie viel Munition ist das? Boah, keine Ahnung, dann bleiben wir doch dabei. Die Waffe war bisher ganz nice. Schrotflinten, was nehmen wir da denn mal? Die nochmal wieder? Aktuell mit die. Das Ding nehme ich, glaube ich. Ach, komm, zurück. So. Sollte passen. Ja, noch eine neue Quest. Lara, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Uchu. Wie laufen die Vorbereitungen für Ätzlis Krönung? Nicht gut, leider. Du warst kaum aus Paititi weg, da brachten Jäger Shans Leiche aus der Wildnis mit. San, war er auch einer von denen, die du losgeschickt hast? Um den Meisterbogen zu holen, ja. Lara, ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht? Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Sie hat ihn Sairi, Ätzlis Vater, am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien, aber er ging vor vielen Jahren verloren. Der Nawal hat ihn. Der Nawal? Das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Sairi um den Bogen betrogen. Ätzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay, wo muss ich hin? Danke, du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen. Okay, machen wir erstmal eine Nebenquest, würde ich sagen. Ups. Vielleicht gegenüber. Was meine ich mit gegenüber? Nochmals danke für alles, was du getan hast. Vielleicht ja, sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Ich verstehe jetzt nicht, was er von uns will. Vielleicht gegenüber. Ist doch nicht wieder da. Hier sind noch weitere Missionsgeber. Aha. Hier ist auch noch eine Quest. Mysterien? Nee, ich suche jetzt eigentlich die Quest hier mit dem Herz und Verstand. Kreuzte Wege. Nee. Säule? Ne, Herausforderung nicht. Der Meisterbogen. Da muss ich hin. Okay, ich muss also aus der Höhle raus. Kann ich es nicht als Hauptquest markieren irgendwie? Doch, ist markiert. Okay. Dann habe ich es vielleicht nur übersehen gerade. So, einmal raus hier. Dann kümmern wir uns erstmal um den Bogen, wenn wir schon so eine kleine Nebenquest nochmal wieder kriegen. Haben wir jetzt ja Zeit, dass wir so einen nutzen. Ab. Es müsste eine Fähigkeit geben zum Abrollen, damit sie das auch tut. Dass wir gleich weiterlaufen können. So, hier ist noch Party angesagt. Hier sieht es noch gar nicht so schlimm aus. Ja, passt. Ja, geht mal aus dem Weg. Ist das hier? Ja. Hier scheint es in den Dschungel zu gehen. Nicht sehr einladend, aber genau darum geht's ja. Hier waren wir sogar schon mal, oder? Zuerst? Ich gehe da gar nicht rein.
Hast du den gesehen, den sie rausgezogen haben? Was von ihm übrig war. Na los, nur bis zum Ende des Pfads. Wenn mein Vater wüsste, wie nahe ich bei der Wildnis bin, könnte ich eine Woche nicht mehr sitzen. So, hier ist einer, der sich zum Tier verwandeln kann. Angeblich. So, wo soll ich hin? Nach oben. Oh. Die Richtung. Seltsam. Überhaupt nicht angefressen. Jedes Tier könnte sich bedienen, aber keines hat es gewagt. Das sieht aus wie ein Opferaltar. Lass uns was opfern. Nee, falsche Richtung. Da lang. Oder? Ja. Gut. Ich weiß nicht, warum der Karabiner da mal am Messer dran ist, aber irgendwie sieht das komisch aus. Oh. Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin. Ja, das sieht ganz danach aus. Wir haben theoretisch die Feuerkraft, das auch rauszuholen. Aber was ist das da oben? Mit was wir kriegen können. Hier nochmal rauf. Die Seite aus, haben wir es gar nicht so richtig. Habe ich das nie hier gesehen, dass ich hier hingehen kann und dann mal sowas hier finde? Über den Haupteingang. Macht zwar keinen Unterschied. Ich habe nur einen Bogen. Ich darf die anderen Waffen nicht benutzen. Ach du Schande. Okay. Oh, was bist du? Wow, 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 gleich mit Cutscenes. Wow. Na, jetzt noch eine Packung. Okay, bringen wir den Bogen zu Uchu zurück. Oh, sieht irgendwie traurig aus, wie der jetzt gestorben ist. Irgendwie. Ja. War nicht gerade eben noch ein Busch, den ich looten wollte? Ah, Mist hier. Warum hat er so eine Panzerrüstung?
Mehr oder weniger. Nee. Schade. Okay, gut, dass wir einen starken Bogen hatten. Kommen wir nochmal ganz kurz mit zurecht. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Fallen reinjagen müssen. Fliege ich nicht runter. Kinder, ist wieder sicher. Hä? Ist da runter? Ich bin aber irgendwie weit schon mal. Ah, hier ist was. Federn, toll. Hier waren wir auch schon mal. Aha, ich muss sofort zählen. Nicht erst. Na komm. Dann springen und sofort sie. Dann macht sie so einen Körper. Wenn wir uns nicht auch vor dem Tier einfach im Wasser verstecken können. Ich glaube nicht, dass es uns hinterher gesprungen wäre. Aha. Waren wir hier mal? Bin mir gerade nicht sicher. Doch, 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 doch. Da waren wir. Hey, ich wollte nicht tauchen. Nicht Luft schnappen. Erstmal nach oben. So. Ich muss da lang. Kann ich jetzt was opfern? Nö. Ah. Wenn wir schon mal dabei sind. Na, bist du wohl da reingehen? Was war das schon wieder? Okay, haben wir. Aber krasse Jagd. Das Vieh sah mega cool aus. Mit der Rüstung und sowas. Hat schon Stil. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist die Brücke? Da unten. Das weiß ich nicht, wie wichtig das wirklich ist, dass wir ihm hier seine Sachen bringen, damit er zum König gekrönt werden kann. Aber vielleicht gibt es das ein separates Ende, wenn man alles gemacht hat. Ich weiß es nicht. So, rein da. Können wir vielleicht was vom gleichen Wert oder so? Das wäre nett. Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal? Bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sairi, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Okay.
Wird jetzt auch noch gekrönt? Das Königshorn hat euch alle gerufen, Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Etzli, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Volk von Paititi! Ich präsentiere euch voller Stolz Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi und euer König! Er brauchte nicht mal was tun, außer den Bogen entgegennehmen. Mankos Tunika. Cool. Kann irgendwas Geiles? Gucken wir uns mal kurz an. Oh, noch ein Fähigkeitspunkt. Perfekt. So. Unfassbar, wie erwachsen Etzli in der kurzen Zeit geworden ist. Er wird ein großer König werden. Das hören wir uns diesmal an. Er hat beide Eltern verloren. So wie du. Ja. Aber ich glaube, er wird etwas besser damit fertig. Das sieht nur von außen so aus. Auf ihm lastet so viel Verantwortung. Unvorstellbar. Es geht nicht mehr nur um Trinity, richtig? Nein. Jetzt geht es um Paititi. Okay. So. Wir haben... Das hier wahrscheinlich neu, ne? Ja, ja weiß, Kampftunika, ja weiß, Holzbeinschienen. Feuer und Stolpern Widerstand. Was ist ein Stolpern Widerstand? Was stolpern wir denn? Sie werden im Kampf seltener niedergeschlagen und widerstehen Feuerschaden. Nett. Schadenswiderstand von Ausdauer hält länger an. Nötigkeit, Herz des Jaguars. Schadenswiderstand von Ausdauer, ja gut, machen wir. Nehmen wir doch einfach mal das. Schick, schick. Nehmen wir das. Ja, nehmen wir. So, mal angucken. Okay, schick. So. Wenn das nicht cool aussieht, dann weiß ich alles. Gut. Dann haben wir die Nebenmission auch schon mal fertig gemacht. Wir haben ihn gekrönt quasi. Ohne uns hätte das gar nicht hingekriegt. Hier ist gar nichts mehr, ne? Achso, und jetzt können wir mit ihm auch noch reden. So, dann beenden wir hier die Mission. Der Krönung zumindest. Haben wir eigentlich noch irgendwas anderes? Ups. Nee, wir sind definitiv fertig. Bis auf diesen den Kram da und... Ah, Mann, zieh es doch dahin. Verborgene Stadt, 1 von 4 Sprünge ausgeführt. Ach so, wir mussten da überall rüber runterspringen. Aha. Hatten wir aber irgendwo. Hier kommen wir, glaube ich, auch noch runterspringen, oder? Das ist egal. Versuchen wir jetzt nicht. So, wir beenden erstmal hier den Part. Gehen dann mit unserer coolen neuen Rüstung auf Jagd nach dem Lymphener. Gut, wir werden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.